Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Wir sollen das Problem, in Anführungszeichen, in den Hustigkeitslaboren lösen. Und das Problem sind die Rachni. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem. Und ich würde sagen, was gibt es Besseres, als wenn wir uns darum lösen kümmern würden. Na. Okay, irgendwie sind hier Leute über uns. So. Über oder unter? Ich weiß es nicht. Diese Dreiecke würde ich jetzt immer als über interpretieren. Aber ich glaube, diese Dreiecke stehen halt für nichts Besonderes. Okay, Jaroslav Tartakovsky. Sind Sie hier, um die Situation zu sichern? Ich bin hier. Alles in Ordnung bei Ihnen. Wie schlagen Sie sich? Sie müssen mir zuhören. Wenn wir unseren Fehler nicht rückgängig machen, werden wir von den Kampfstationen aus bombardiert werden. Verstanden? Sie haben sie freigelassen. Sie haben die Viecher rausgelassen. Ich befolge nur meine Befehle. Binchex hat ein Ei gefunden. Es war auf einem verlassenen Schiff, das tausende von Jahren durch den Raum getrieben war. Es war ein Rachni-Schiff. Ihnen befanden sich zahlreiche Eier in einer Art Gelteschlaf. Das Ei war uralt. Sie haben ein 1000 Jahre altes Ei ausgebrütet? Ja, und es war kompliziert, weil es so lange gefroren war. Dass es die Jahrhunderte überlebt hat, war ein kleines Wunder. Binchex wollte Rachni klonen. Wollten sie Massen produzieren, eine Armee erschaffen. Aber als sie hier ankamen, bemerkten sie, dass es kein gewöhnliches Rachni-Ei war. Es war eine Königin. Nachdem sie Eier gelegt hatte, brachten sie sie zur Riftstation. Sie glaubten, sie könnten die Babys ohne sie aufziehen, damit sie gefügiger wären. Was hierst mit deinem Männchen? Augenblick. Braucht man nicht auch ein Männchen, um Eier zu produzieren? Königinnen werden mit dem genetischen Code ihrer Väter geboren. Die Eier werden aus der Kolonie gebracht, um allein zu schlüpfen. Königinnen können Dutzende Eier in ein paar Stunden legen und in ein paar Tagen eine Kolonie gründen. Auf diese Weise haben sie sich so schnell ausgebreitet. Die Rachni gehorchen nicht. Sie von ihrer Mutter zu trennen, hat nicht funktioniert. Ach, das war genau das Falsche. Ich glaube, dass Rachni sich ohne eine Königin nicht richtig entwickeln können. Ihr Verstand formt den der Kinder. Diese Rachni sind unkontrollierbar. Wir können sie retten. Dann müssen wir doch nur die Königin hierher bringen. Nein, das wird leider nicht funktionieren. Diese Rachni können nicht mehr gerettet werden. Es ist zwar traurig, aber ihnen muss Sterbehilfe gewährt werden. Ich glaube, die Neutronenreinigung sollte aktiviert werden. Die Neutronenreinigung? Mir ist dieses Reinigungssystem nicht geläufig. Es erzeugt Explosionen aus Neutronenstrahlung, tötet alles innerhalb der Station. Außerhalb der Station können Genschäden verschiedener Ausmaße entstehen. Geben Sie auch eine Minute. Sobald die Reinigung scharf geschaltet ist, müssen wir uns unseren Fluchtweg freikämpfen. Geben Sie uns einen Moment, um zu Atem zu kommen und nachzuladen. Sicher, sicher. Ich warte hier. Ich bin gerade nicht sehr gut im Suchen. Mutter hat immer gesagt, mit mir würde es ein böses Ende nehmen. Ah ja. Dann ist das ja nett. So, Mira-Terminal. Verbindung wird hergestellt. Ich habe vollen Zugang zur Einrichtung und stehe Ihnen zur Verfügung. Neutronenreinigung. Ich brauche Informationen über die Neutronenreinigung. Die Neutronenreinigung ist ein Absicherungssystem innerhalb des Isolationsbereichs. Im Falle eines unwiederbringlichen Eindämmungsverlustes wird es eingesetzt, um die Situation zu klären. Klären klingt final. Was genau macht dieses Ding? Die Reinigung ist eine Neutronenexplosionswaffe.
Zwei Einheiten spaltbarer Materialien werden zusammengeführt, um eine kritische Masse zu formen. Ein Großteil der Energie wird in Hochgeschwindigkeitsneutronen umgewandelt. Die radioaktive Strahlung tötet sofort jede uns bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Wir sollten besser keine der Steuerungen anfassen, ohne die Anleitung gelesen zu haben. Das ist ratsam für alle Systeme innerhalb dieser Einrichtung. Na dann, los! Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht, ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Wo bekomme ich den? Wer könnte diese Codes haben? Verwaltungsleiter Jaroslav Tartakovsky oder jeder andere Verantwortliche von Binhex. Ja, okay. Wir rücken weiter vor. Ich melde Sie ab, Commander. Da muss der Russe uns doch noch Sachen geben. So. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Wie löse ich die Reinigung aus? Wie aktivieren wir die Reinigung? Die Sicherheitssteuerung ist in der Nähe. Sie müssen nur den Schlüssel einstecken. Dann gebe ich Mira den Befehl. Oh Gott! Nat. So, bitte. Dekontaminationscode beschaffen. So, haben wir. Ne, falsche Richtung. Ah. Wo ist das Ding hin? Ist weg. Hat sich desintegriert. Oh, super. So. Online. Wir starten das Ding. Aktiviere die Neutronenreinigung. Das kann ich leider nicht ohne einen entsprechenden Autorisierungscode. Ja, aber den habe ich. Der Code lautet 875-020-079. Code Omega, lokale Ausführung. Bestätigt. Code Omega wird in 120 Sekunden ausgeführt. Okay. Das ist nicht gut. Singularität. Und ihr da hinten? Könnt nur genehm werden. Gar nicht gut. Ja. Wow, wow, wow. Oh Gott. Wie viele sind da? Ach du Scheiße. Finde ich jetzt hier raus? Ich hoffe. Gottes Willen. Das hat Sinn gemacht. So, Mission erfüllt. Sie haben die Materialien verlassen, die jetzt hier ist. Okay, das kriege ich hin. Hier ist ein Bahnhof. Der nächste Zug in Richtung Novaria. Wie sind die denn nochmal, diese Station? Ja, der nächste Zug in Richtung Novaria auf Gleis 1. Abfahrt in 0 Minuten. Bitte steigen Sie ein. Schwergeticket. Boah, ich sitze wenigstens. Ich sitze auch im Zug immer so. Schön. Wie geht es jetzt weiter, Commander? Fliegen wir zum Mu-Portal? Immer mit der Ruhe. Das Mu-Portal ist mit dutzenden Systemen verbunden. Solange wir nicht genau wissen, wo Saren ist, verschwenden wir nur Zeit. Der Commander hat recht. Wir können nicht einfach blind loslegen. Wir müssen noch mehr über Saren erfahren. Seit wann haben Sie hier etwas zu sagen? Hat unser Commander das Kommando abgegeben, als ich nicht aufgepasst habe? Beruhigen Sie sich. Wir arbeiten alle zusammen als Team hier, Williams. Sie versucht nur zu helfen.
Tut mir leid, Commander. Schon in Ordnung. Das ist keine einfache Mission. Wir sind alle überarbeitet. Wir müssen uns jetzt alle etwas ausruhen. Für den Augenblick, alle wegtreten. Der Bericht über Noveria ist rausgegangen, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ja, aber natürlich. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Können wir davon ausgehen, dass Ihr Bericht präzise ist, Commander? Sie haben Rachni auf Noveria vorgefunden? Sie haben die Königin davonkommen lassen. Haben Sie eigentlich irgendeine Vorstellung von den Konsequenzen? Wissen Sie, wie viele Generationen es dauern wird, bis Sie die Galaxie überrennen? Es wird nichts passieren. Diese Königin ist anders. Sie versteht, warum ihr Volk das letzte Mal ausgelöscht werden musste. Ich hoffe, dass Sie recht haben, Shepard. Wenn nicht, dann werden unsere Kinder den Preis dafür bezahlen. Nach mir die Sintflut. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht, Commander. Joa. Okay, wir können hier keinen Cut machen. Wir haben erst 10 Minuten 50. So. Wir haben zwei Aufgaben. Den Doktor finden. Reisen Sie das Newton-System. Newton Kepler. Okay. Das dürfte man doch hinkriegen. Newton Kepler. Da. Und da ist auch nur Newton. Da wollen wir. Da wollen wir hin. Abdocken. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich erhielt einige beunruhigende Informationen, Commander. Wir brauchen Ihre Hilfe. Jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Es hat im letzten Monat 4 Todesfälle gegeben. Was kann ich tun? Ich kümmere mich gern darum, Admiral. Was können Sie mir darüber sagen? Alle 4 Wissenschaftler haben an einem Geheimprojekt auf Arkuse gearbeitet. Dort fand vor einigen Jahren ein brutales Massaker statt. Eine ganze Einheit wurde von Dreschschlunden getötet. Es wurde als Naturkatastrophe eingestuft, aber die Projektdaten fallen mit den Angriffen zusammen. Also hatten Sie damit zu tun? Denken Sie, diese Wissenschaftler hatten etwas mit dem Angriff zu tun? Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Aber es ist einige Nachforschungen wert. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt. Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. 5. Flotte Ende. Ja, aber erstmal müssen wir das hier machen. Und das ist die Sesmose. Das klingt ja der Ostmose wahrscheinlich. Sesmose ist ein Eiszwerg, dessen Oberfläche fast vollständig aus gefrorenem Wasser besteht. Normalerweise würde sich ein derartiger kleiner Planet nicht für einen Eintrag auf der Sternkarte klassifizieren. Aber Sesmose, ungewöhnlich großer und schöner Eiskristallring, hat ihn zu einem beliebten Motiv bildender Künstler gemacht. Der Ring ist das Ergebnis eines äquatorialen Einschlags, der einen großen Graben hinterlassen hat und eine Menge geschmolzenen Wassers in die Atmosphäre geschleudert hat. Die Ringe stellen ein temporäres Phänomen dar, das in ein paar tausend Jahren verschwunden sein wird. Junkru. Junkru ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gasgigant, in dessen oberen Atmosphärenschichten sich Spuren von Chlor und Natrium nachweisen lassen. So wie Uranus in unserem Sonnensystem ist er zur Seite geneigt, sodass der Nordpol dem Stern Newton zugewandt ist. Da haben wir Wasserstoff bekommen, das ist schon mal nett. Klenkori. Klenkori ist ein Fels- und Eisplanet mit einer Atmosphäre aus Chlor und Argon. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kalium mit Vorkommen Eisen. Klenkori schuldet seinen Bekanntheitsgrad dem exzentrischen Volus-Milliardär Kumon Shul, der Anspruch auf den Planeten erhebt. Er behauptet, ihm sei in einer Vision von einem höheren Wesen der Auftrag erteilt worden, auf Klenkori nach den verlorenen Gruften der Lichtwesen zu suchen. Diese Wesen seien angeblich zu Anbeginn der Zeit geschaffen worden, um das organische Leben vor synthetischen Maschinenteufeln zu schützen. 2 Jahrzehnte lang hat Scholl an der toxischen Oberfläche Klenkoris unter großen Kosten Ausgrabungen unternommen. Keine der Regierungen hatte dieser Welt genügend Bedeutung beigemessen, um seine kleine Söldnerarmee zu vertreiben. Eine Matriarcheninschrift. Ja. Dann haben wir noch Ontarum. Ontarum, obgleich Ontarums Oberfläche unangenehm heiß ist, machen seine Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre und seine 4 seichten Meere ihn zu einem idealen Kandidaten für die Kolonisierung durch die meisten bekannten Völker.
Nach der Vereinigung des Systems ist leider allmählich der Mond-Tonals instabil geworden. Durch seine Nähe setzt eine Schwerkraftverkopplung ein. Und bei seinen Kreuzungen durch das Magnetfeld Ontarums werden zunehmend kräftige Gewitterstürme verursacht. Einige haben den Einsatz von Masseneffektantrieben angeregt, um den Mond leichter zu machen und seinen Orbit zu korrigieren. Aber angesichts des Ausmaßes eines solchen Projekts, Zehntausende dieser Antriebe, die so viel kosten würden, dass es Regierung sämtlicher Citadel-Völker in den finanziellen Ruin treiben würde, erweist sich diese Idee als Hirngespinst. In einer viele Völker umfassenden Aktion bemüht man sich, die einzigartige genetische Vielfalt und Ontarums pulsierender junger Biosphäre zu katalogisieren und zu bewahren. Die Allianz wird bei diesem Unterfangen von Exogeni und Heyuyan Genomics vertreten. Und da landen wir doch mal. Und wen nehmen wir mit? Wir nehmen Erdnok und Kaidan mit. So. Und wieder mal keine Bäume. So, wo müssen wir hin? Erstmal hier und dann da. Okay. Hey, Gebirge! Ich freue mich. Ich fahre mal hier durchs Tal. Vielleicht bringt das hier irgendwas. Ich bezweifle das, aber wer weiß. Wenn das Ding wenigstens eine bessere Bodenhaftung hätte, ne? Aber nee. Das Ding springt ja bei allem. Doch, ne, das hat halt gar nichts gebracht. Macht es sogar nur ein bisschen schwieriger. Okay, aber hier, obwohl wird sogar knapp, dass wir hier hochkommen. Ja, wow. Na, wunderbar. Da muss ich halt einen zweiten Weg nehmen. Das ist so eine Kacke mit diesen Bergen, ne? Habe ich ja schon mal gesagt, aber ich kann mich da nur wiederholen. Das sind halt so richtige Filler. Mission auch. Ich wollte gerade die Karte öffnen. Ich hatte den Finger von den WASD-Tasten ganz kurz gelöst, um auf die M-Taste zu gehen. Aber dann erschien das Fragezeichen am Horizont. Okay, wir müssen hier langsam fahren, damit wir nicht ganz ins Tal fallen. Wir müssen ganz ins Tal fallen. Aha. Interessant. Was haben wir hier? Eine turianische Leiche. Turianische Insignien gefunden. Es lässt sich nicht mehr herausfinden, was mit diesem Turianer geschehen ist. Er hatte ein altes Papierbuch bei sich, auf dessen Umschlag sich die Insignien des Boss draußen Pontens befanden. Was? Also, ich dachte schon. Nee. So, dann. Perfekt. Ja, ich muss immer wissen, wo ich halt am Anfang hinfahre, damit ich nicht komplett in die falsche Richtung fahre. Ein langer Flug. Oh, da hinten sind Gewitter. Ich meine, ich mag Gewitter, ne? So ist es nicht, aber ich weiß ja nicht, ob was auf diesen Gewittern so vielleicht gefährlich sind, die uns töten. Und das Wetter sieht da hinten deutlich schlechter aus als hier. Hm. Also da oben wird das wahrscheinlich sein. Jo, was haben die denn für eine Reichweite, bitte schön. Also ihr nennt mich gerade ein bisschen an hier die Gegend, gerade an Space Engineers. Finde ich einfach so auf. Muss ich mal so sagen.
Moment, was hatten denn diese Söldner mit schon auf? Sorry. Jo, los, los, los! Jo. Sorry. Aha. Brandmunition, Poloniummunition brauchen wir alles nicht. So. Weiter. Wieder diese interessante Inneneinrichtung. Los, los, los! Wir wurden entdeckt. Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Okay, wow. Ui, 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 ui. Heb Pfeil in die Luft. Eine Barriere wäre vielleicht gerade echt gut. Achso, die ist nur für ihn. So. Hätten wir auch. Und weiter geht's. Ein Medizinkit. Ach Gott, hier sind so viele Wissenschaftler gestorben, wieder mal. Ja, das Gefühl, im Mass Effect ist Wissenschaftler halt schon ein gefährlicher Beruf. Gehen Sie weg! Ich will nichts von Ihnen. Ich will nichts als diesen Bastard. Bitte! Er ist verrückt! Mr. Toombs, Sie sind verrückt! Sie brauchen Hilfe! Das ist der Corporal! Corporal Toombs! Sie können nicht lügen! Nicht heute! Heute kommt alles ans Licht! Ich kann Ihnen helfen. Was kommt ans Licht? Ich bin ganz Ohr, aber Sie müssen die Waffe runternehmen. Sie verstehen es nicht. Ich will niemanden töten. Ich will nur schlafen können, ohne schreiend aufzuwachen. Ich will, dass man die Leute, die mich nach Arkuse geschickt haben, vor Gericht stellt. Ist Ihnen denn nicht klar, dass Toombs verrückt ist? Erschießen Sie ihn! Aber wenn das nicht möglich ist, muss ich mich damit zufrieden geben, die Männer zu töten, die mir mein Leben genommen haben. Was ist passiert? Was hat der Doktor Ihnen angetan, Corporal? Wir waren auf Arkuse, als die Dreschlunde angriffen. Meine ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die Dreschlunde! Die Wissenschaftler haben sie studiert. Sie sorgten dafür, dass sie uns angriffen, um es zu studieren. Ich wachte in einer Arrestzelle wieder auf. Die Wissenschaftler waren hoch erfreut, dass ich überlebt hatte, da sie ihre Tests an jemanden durchführen konnten. Wie meinen Sie das? Über welche Art von Tests reden wir hier? Sie dürfen Toombs nicht glauben. Er kann nichts beweisen. Ich verlange einen fairen Prozess. Hatten Sie schon mal Dreschlundsäure in Ihren Adern? Ich schon. Sie wollten sehen, was sie bewirken kann. Sie haben mich wie ein Versuchskaninchen behandelt. Ich konnte nur entkommen, weil jemand Cerberus ihre große Organisation zerstört hat. Das ist Gerechtigkeit. Dieser Mann verdient den Tod. Werden Sie mich nun erschießen oder nicht? Das ist keine Gerechtigkeit. Sie sind nicht so tief gesunken, Toombs. Sie sind nicht wie Sie. Sagen Sie mir nicht, wer ich bin. Sie sind mit ein paar Kratzern und einem schaurigen Ruf davongekommen. Der Rest der Einheit ist gestorben. Und ich wurde jahrelang gefoltert, Shepard. Sie können nicht über mich richten. Sie haben nicht das Recht dazu. Sie sind immer noch Soldat. Wir haben einen Eid geschworen, als wir diese Uniform anzogen. Würde unsere Einheit Rache oder Gerechtigkeit wollen? So habe ich das noch gar nicht gesehen. Okay. Ich bin kein Mörder. Sie konnten mich auch zu keinem machen. Hauptsache, er wird vor Gericht gestellt. Vielleicht werden die Schreie jetzt aufhören. Ich weiß es nicht. Es ist vorbei. Diese Schweinehunde können Ihnen jetzt nicht mehr wehtun. Joker, lassen Sie die 5. Flotte wissen, dass wir ein Schiff für eine Abholung benötigen. Zu Befehl, Commander. Toombs starrt stumpf zu Boden, verloren in seinen Erinnerungen. Sie geben dem Wissenschaftler einen Schubs in Richtung Tür. Ihre Mission ist beendet. Ab hier werden die Allianz Gericht übernehmen. Ja. Ne?
Und damit bis zur nächsten Folge und tschüss.